Die Piste ist kacke. Schön, dass der hier so eine richtig geile Klamotte bekommen hat, im Gegensatz zu uns. Ja, der ist ja schon Level 6, what the fuck, wie wenig. Wir leveln einfach viel zu schwach, komisch, check ich nicht, alle Missionen gemacht, trotzdem keine Level, keine Ahnung. Lol, ich kann den bei mir im Hintergrund sehen, wie geil ist das denn bitte? Ach ja. Schön, dass man den anderen Spieler jetzt sehen kann hinter uns. Ich weiß ja nicht, wie groß man hier die Flotte machen darf, aber das ist schon lustig gemacht. Ich denke mal, das hat auch die Freitagsfolge schon verschluckt. Gehabt. Würde zumindest für mich viel Sinn ergeben. Richtig geil. Mit einem anderen Spieler das Ganze zu machen, ist schon richtig angenehm eigentlich. Aber der wird Level 7, wenn wir Level 6 wären, das ist so behindert. Wie der einfach ein ganzes Level mehr EP hat. Versteht das mal einer. All die Story-Quests gemacht und trotzdem. Aber so kriegt man dann halt andere Spieler dazu, mit einem zu spielen. Einfach mal eine Einladung schicken. Schmelztiegelkämpfer wünscht dann Anwesenheit im Turm. Das ist schön zu wissen. Wir können jetzt im Schmelztiegel teilnehmen, also PvP spielen. Nichts ist undurchdringlich. Das hier kommt hoffentlich nah dran. Das ist auch ziemlich geil. So, erstmal neue Waffe. Hüter. Der gibt uns erstmal neue Waffe. Geile Scheiße. 51 Angriff. Ja. Das ist schon geil. Hier Raketenwerfer. Und da ist mir die Leitung abgekackt. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, da ist mal kurz bei mir Destiny abgestürzt. Da ich ein Internetkabel habe, ist das eigentlich unmöglich zu sagen, dass das... Präzision, okay. Feuerrate. Hier ist die Feuerrate richtig gewaltig. Das sind ja Raketenwerfer. Die nehmen wir. Wenn du dir sicher bist. Oh, ich bin mir eigentlich schon sehr sicher. Stufe 6, Stufe 6. Hüter. Da war ich mir schon sehr sicher. Jetzt haben wir hier noch ein Maschinengewehr. Das ist echt nice. Zerlegen wir mal die alte Billigwaffe. Dafür gibt es dann auch ein bisschen Geld noch.
Ah, was Besseres haben wir eigentlich nicht bekommen. Wir können der Waffe ein Upgrade geben. Ja, die hat ja bis jetzt wirklich sehr blitzschnelle Handhabung und jetzt jedes Nachladen mit der Waffe gewährt zu kurzzeitigem Bonusschaden. Okay. Hier dürfte eigentlich nichts Neues sein und hier eigentlich auch nicht. Bei hier doch. ...26, 22, 23. Die können weg. So. Passt dann eigentlich ganz gut. Und wir gehen jetzt eine Runde PvP machen. Ja, das gibt die Schmelztiegel-Einladung. Bedeutet eine Runde PvP heute. Endlich mal. Ich weiß gar nicht. Ach so, hier. Der geile Sprung-Engine. Guckt euch an, wie viele Spieler inzwischen einfach mal hier sind. Hier, Schmelztiegel. Werden wir auch direkt durchziehen. Deal. Der Kanister. Und jetzt? Der Schmelztiegel ist geöffnet. Ruf bei Schmelztiegel. Wie, wo, was? Wir funktioniert denn das? Wie komme ich denn in den Schmelztiegel rein? What the fuck? Ach, hier gibt's schon Stufe 20 PvP-Waffen. Hast du dich bewiesen? Ach so, das verstehe ich. Wir müssen dann in den Orbit zurück. Und von dort aus müssten wir jetzt den Schmelztiegel machen können, ja. Die Einladung dafür haben wir angenommen. Und dann müssten wir jetzt eigentlich PvP spielen können. Theoretisch. Müsste zumindest. Das würde das ja bedeuten dann. Da. Steigere deine Fähigkeiten und gewinne Ruhm im Kampf gegen andere Hüter. Das werden wir mal eine Runde spielen. Wir haben hier die erste Stufe bekommen. Und da werden wir direkt mit loslegen. PvP und so. Richtig geil. Ausnahmsweise mal. Habe ich denn mir was zu trinken hingestellt? Ah, direkt hinter mir. Tote Sektoren. Auswertung von Hütern. 1 von 12. Okay. Ah. Machen wir das erste Mal PvP in diesem Spiel. Ich bin ja mal gespannt. Ja, scheiße. Ich bin ja Präzisionsgewehrschütze, aber ob mir das so viel bringt. Ich weiß ja nicht. 12 von 12. Das müsste es jetzt eigentlich sein. Und dann, da seht ihr übrigens die Level. Da bin ich ja mit Abstand der niedrigste. Yeah! Wie das wohl ist? Werden die angepasst oder so? Wahrscheinlich nicht. Ich wahrscheinlich hammerderbe erschossen, denke ich mal. Ich glaube, Level 20 ist das Maximum-Level. Ich guck gleich mal. Was wir dann machen. Momentan machen wir nichts. Doch, jetzt. Das sieht ganz schön hübsch aus. Guck mal, da sind die anderen Hüter. Ein paar davon. Es wird wahrscheinlich ein 6 gegen 6 sein. Ich bin ja mal gespannt. Alle noch mit der Arcadi-Klasse. Ich glaube auch nicht, dass man in der Beta ein anderes Raumschiff zur Verfügung gestellt bekommt wie die Arcadi-Klasse. Ufer der Zeit. Venus. Okay. Ha. Einen Gainer rausgehauen mal. Kontrolle. Bravo, Team. Hammerhart. Zeit zu kämpfen, Hüter. Erobert alle Zonen. Ha, keine Munition für die Waffe.
Bam 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 bam. Ihr habt Zone A erobert. Feind hat Zone C eingenommen. Zone B ist sicher. Führung übernommen. Auf die Fresse kriegen übernommen. Willst du mich verarschen? Ich hab den getötet. Eine Stufe 8. Zone A verloren. Zone C ist sicher. Der Feind hat Zone A erobert. Zone B verloren. Ja, jetzt wurde ich auch mal erschossen. Aber einen Kill gemacht, gar nicht schlecht. Bin ich eigentlich schon stolz auf mich. Leider muss ich meine richtige Munition dafür verschwenden. Das ist dann schon echt ärgerlich. Genauso ärgerlich wie einfach nur eine Pistole zu haben. Okay, der ist runtergefallen. Komm hierher. Neutralisiert. PvP muss aber auch mal sein, aber... Shit! Ja, rechts. Die Waffe ist so scheiße! Der kann man doch nichts machen, ey. Hab ich denn kein... Doch, hab ich. Hart. Schwere Munition kommt. Ja, schwere Munition kommt, blub. Was, schwere Munition. Das muss man auch erstmal verstehen. Aber ihr seht, wir kriegen EP dafür, ja. Das heißt, ein bisschen PvP. PvP gibt EP. Schön, das ist unser Punkt. Mit Spezialfähigkeiten mal ein bisschen rumhantieren. Da kommt einer. What the fuck? Warte auf Wiederbeleben. Schön, dass der mich locker umgebrezelt hat. Dass unsere Spezialfertigkeit gar nicht so spezial ist. Zone C verloren. Feind hat Zone C eingenommen. Zone B verloren. Zone A neutralisiert. Zone A ist sicher. Schön, dass man auf die Art und Weise Spezialmunition bekommt. Feind hat Zone B erobert. Nee, da komme ich so nicht rüber. Zone B ist neutralisiert. Zone A verloren. Ihr habt Zone B eingenommen. Schön geassistet.
Feind hat Zone A erobert. Ah. Irgendwie habe ich da nicht mit gerechnet, dass ich den überhaupt treffe. Ach fuck, links neben mir. Nein! Ich habe gar nicht so viele Punkte, ich gehöre sogar zu den schlechtesten meines Teams. Aber egal, es macht Spaß. Würde mal gerne meine super Spezialfertigkeit benutzen. Damit mal auch mal was töten. So zum Beispiel, aber ich bin auch relativ schnell wieder gestorben. Jetzt bin ich der Schlechteste. Dabei müsste ich eigentlich eine positive Statistik haben. Also aus meinem Team bin ich zumindest der Schlechteste. Für das erste Mal PvP. Geht das eigentlich? Das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ich... Alter, will der mich verarschen? Hauptsache hinter mir direkt wieder so ein Camper. Camper-Sau! Mal seht ihr mal PvP. Feind hat Zone B erobert. Ja, wir holen aber Zone C. Nur noch 5 Minuten. Ihr habt Zone C eingenommen. Ja, 5 Minuten ist eigentlich. Ist eigentlich ausreichend. Schade, dass ich mein Supergewehr nicht benutzen darf. Verloren. Ja, Granatenkill. Zone B ist neutralisiert. Hat ihn mit seinem Special Move geröstet oder was? Geil ist das denn? Ja, ja, Stampfer. Wurde aber dann gegenseitig auch nochmal weggestampft. Genial, ey. Ja, das hat denn nicht mal einen klassischen Spawn-Kill. Weil gibt ja hier ordentlich EP dafür. Hoffentlich auch EP für den Sieg. Alter, mit 1 HP. Ja klar, Assist. Ich habe den ja auch quasi getötet gehabt. Ich hasse das, nie eine Granate zu haben. Ich bin voll Battlefield COD gewöhnt. Ich will immer direkt eine Granate zum Einstieg schmeißen. Und man braucht einfach 1000 Jahre, bis man eine schmeißt. Riesenschlechter, ja, ja. Zone B verloren. Ihr habt Zone C eingenommen. Jupp. Zone C gehört wieder uns. Weiter Zone B erobert. Wie wär's mal, wenn wir jetzt ohne B gehen? Da habe ich auch wieder eine Granate ready. Zone A neutralisiert. Zone A. Ich habe trotzdem den Typen noch gekillt. Bam. Zone C verloren. Ja, müsste aber eigentlich ein Sieg für uns werden. Feind hat Zone C eingenommen. Unsere Leute haben viel mehr Punkte. Ihr habt Zone C neutralisiert. Zeig ja, ihnen, na klar. Was Krieg heißt. Der Sieg ist da. Ihr habt Zone C eingenommen. Zone A verloren. Feind hat Zone A erobert. Ein hart erkämpfter Sieg, Hüte. Ach ja. Voll geil und so. Bravo hat gewonnen.
dafür eigentlich EP für einen Sieg? Elf Kills, ja, ja. 31 Kills. Das ist echt hart. Das ist echt hart, Leute. Aber das war auch so ziemlich alles, was ich euch gezeigt haben wollte. Ein bisschen PvP, ja. Und werden wir hier noch über der Venus kleben. Verabschiede ich mich von euch. Das war die Montagsfolge. Und ich denke, ich werde noch zwei Folgen aufgenommen haben. Also werden wir uns am Mittwoch und am Freitag wiedersehen. Bis dahin, haut rein, Leute. Das war Nefkara mit Destiny die Beta. Ich verabschiede mich. Ciao, ciao.